Irgendwo lebt jemand mal ab. Okay, 100 Automaten befüllt. Denkbar schlechter Zeitpunkt. Wäre ein Traum, einen weitläufigen Arbeitsplatz voller Luxusaussetzer. Oh, haben wir geschafft. Hausmeisterpraktikant wird zum Nachwuchshausmeister ernannt. Der Medikamentenmixer kann aufgewertet werden. Na, dann tun wir das doch. Ja, hier rumkrebsen. Ja. Ach, der Herzraser kann auch upgradet werden. Ja. Wir upgraden direkt. Ja. Er war so von unserem Krankenhaus überzeugt, dass es ihn glatt aus dem Boden getreten hat. Aus Attraktivität 70. So. Kurze Pause. Gehen wir hier schon wieder. Hier stehen wir an. Also kopieren. Spaß mal. Beim Kardiologen. Ja. A ghost has been sighted in the hospital. Again. Nein, auch direkt. Und so wenig Ärzte. Nurse to the fracture ward. Aha, jetzt komm. Du bist kein Geisterjäger. Sag das doch. Ein Baum auf jeden Fall, der noch Geister jagen kann. Ja. Mach mal weg. Den Nagen.
In today's Sir Nigel Review, we cast a critical eye on Grockle Bay's most exclusive nightclub, the Cobra Banana. At least, I thought it was exclusive. I entered expecting class, elegance, and a lounge jazz band. Instead, I got youthful, sweaty revelers convulsing to some ungodly noise. I shall not be making a repeat visit. Hat jemand hingebröckelt? Gesichtsfraktur. Unsere Ärzte haben eine neue Krankheit in Gesichtsfraktur. Eine Krankheit, die zu einer Deformierung des Gesichts führt. Zu den häufigsten Ursachen gehören Tagträumerei, Pseudoradieschen und viel zu schnelle Cricketbälle. Wir werden sofort hier hinschicken. Lass uns mal angucken. Wir müssen auf jeden Fall Personal ausbilden, was Ach, guck mal, Geisterjäger. War jetzt auch. Aber können wir nicht noch? Deckenverwaltung? Toll, aber können wir das nicht noch aufwerten? Dick. Zufriedenheit, Inbetrag. Viele aufdrücke. Also das ist hingeklappt. Ja, das ist halt. Wir können höchstens gucken, dass wir noch Diagnostik welche ausbilden. Ah, hier hat aber der Geisterjäger was zu tun. Warte mal, deines Amtes hier. Ah ja, fertig. Entfernt Ektoplasma. Gesundheitsinspektion. Beeindrucke den VIP. Und Erdbeben steht an. Nurse to General Diagnosis. Diagnostik 1 haben wir. Ja, nochmal, ich würde eine Ärztin nehmen. Um die Emma Bauer. Komm. Wir nehmen einfach einen extern. Health Inspector now arriving at the hospital. Genau, der kommt rein und ein Erdbeben wird los.
gut. Ist eh gerade einer dran. Ja, den müssen wir aufwerten. Ja, sieht gut aus. Da ist ja schon einer angekommen. Oh, noch einen schönen Arzt. Viel Personal langsam, das ist auch einigermaßen. Ich hoffe, da kommt halt ein Update raus. Upgrade. Boah, hier fehlt es einfach an. Maintenance Announcement. Toilets need routine servicing. Nigel Bickleworth on Two Point Radio. Problem ist, dass der keinen blassen Dunst hat von dem, was er da tut, wahrscheinlich. Inventions these days, pure travesties that belittle all of humanity. But I ask you, fördern pies, der Hausmeister. What do they think of next? Herzraser 2 kann aufgewertet werden. Das sind nur 20.000. Die Station ist viel zu klein. Ja gut, ne? Wir haben Notfall rein, der natürlich Priorität genießt. ...187 Tage war im Patient im Krankenhaus und ist jetzt gegangen. Halbes Jahr. End of year approaching. So. Eine Todesfälle, den kriegen wir mal wieder nicht. Und als erstes üblich Tiere. Phoenix oder Phoenix. Anpfleger des Jahres. Lovecraft ist aufsteigender Stern. Arbeitgeber des Jahres bin wieder ich. Ja. Keine Todesfälle, geht an Obi-Stiftung. Ist das Lehrkrankenhaus? Obi-Stiftung. Patientenpreis. Obi? Krankenhaus mit dem höchsten Prestige geht da. Ja, wir arbeiten dran. Wir arbeiten dran. Schön. Ja, jetzt sind die drei aus dem. 5 von 6 haben wir geschafft.
Wir sollten aus unserem Online-Rivalen ein Beispiel nehmen. Und ja. Nur Motivation. War denn nichts, was wir noch kaufen könnten? Oh. Lass uns mal hier noch so einen Asi einstellen. Hm? Jetzt mal. Heilungsrate von 90% habe ich. Ja, es wird langsam. Wird. Zwei Pfleger zur Diagnostik 2 ausbilden. Ja, ich wollte schon immer meine Menge Geld vor mir haben. Ich wollte mich jetzt nicht daran wälzen. Ich bin ja kein Freak. Ich wollte einfach mal mit eigenen Augen sehen. Auswahl und verdiene 100.000. Aha. They said he was too old. They said he looked ridiculous. But when the world needs a hero must put on his spandex. 100.000 Leute noch verdienen. This summer, Roderick Cushion returns as Perilous Spandex. In. Perilous so, neue Krankheiten nach Zismos. Den Humor austreiben. Haben wir ja. Wird bisher nur nie benutzt. Ich glaube, hier können wir wieder einen abtreten. Oder wieder ein Beförderung. Lance Phoenix. Ah, der wurde ausgezeichnet. Der Stationspfleger werden. Bilde doch schon aus, da! Mal mit Gastdozenten. Es beruhigt sich gerade wieder, ist ganz gut. Also, da, wir haben hier noch ein paar Defizite. Die verschwinden immer wieder Ärzte. Gut, die müssen auch nach hier unten tanzen. Das ist eine Herausforderung. Haben wir geschafft. Oh. Super, der Gesundheitsinspektor ist auf dem Klo. Wollte ich schon immer wissen. Lustig ist, ja, der Psychiater ist echt Mangelware. Frage, kriegen wir den hier auch noch runter? Theoretisch sogar, ja. Obwohl das ja ist, denke ich. Auch noch. Obwohl das ja auch zur Therapie, aber wir haben hier bis. Warteschlange, ne? So. Kopieren. Training course complete. Class dismissed. Einstellen. Auch ein Arzt. Was geht der Psychiater zieht um? Ach ja. In Räumen ist sehr eingegrenzt, finde ich. Herr Jobsworth. 30 Seiten, also haben wir nicht durchgelesen. Unheimlich Durchschnitt. Oh.
Arzt. Die Pause. Gucken nur Schnee im Fernsehen. Und Herr Ma. Der muss repariert werden, dringendst. Das haben wir direkt aus. Der Deprimator, der am wenigsten genutzt wird, den, der ist verbessert worden. Die Station. 6 Patienten. Da sehe ich schon mal 3 freie Plätze. Das sollte machbar sein. Mal hier direkt nochmal einen drauf. I entreat you to listen to my Sir Nigel's Guide to Good Manners series. Perhaps I alone can stem the tide of incivility. Na ja, schon. Wenn einfach jemand noch ein. Ja. Krankenpfleger, guck mal. Der Allrounder. Ah, auch noch ein. Genau so. Mechanik 2. Den werde ich mal auf. Ein Psychiater zugegen. So, jetzt gehen wir aber echt viel aus für Mitarbeiter. Auch ewig. Der leitende Hausmeister. Wir haben 4 von 6. Ah, das wird weniger. Suchen wir jetzt immer Weiterbildung durch den Touchschiffen. Er muss jetzt erstmal ausgebildet werden. Deprimator, ja. Werde ich es später auf. To give thanks each day that our humble little county has attracted such giants of industry as Jumbo and some of these new upstarts. It is to these brave companies I dedicate the following song. Beförderung. Facharzt kann jetzt Chefarzt werden. Ich hoffe nur nicht, dass das wie bei dem Hospital war oder ist. War das ja so, wenn ein Gerät explodiert ist, halt durch ein Erdbeben so beschädigt wurde, dass es halt halt gut ging, dann war der Raum useless. Also der Raum war dann komplett. Das Gerät ist explodiert und die Überreste standen halt noch da und waren nicht mehr benutzbar.
Händlerassistenten. Ja, auch noch den Verkaufsraum, ne? Ja, halten sich wahrscheinlich da hinten. Einer ist hier in Pause. So. Mal alle Geräte ab. Abpackt. Ja, wenn die gelb sind, dann ist es. Wenn drüber guckt. Maintenance Announcement. Bins will become full. Heizung. Das ziehe ich 4, haben wir geschafft. Oh. Ich will. Haben wir noch Geld? Tomato wird jetzt auch gewertet. Attention, urinating anywhere in the hospital will not be tolerated. So, 2 Sterne haben wir jetzt auch gleich. Dann geht es dann noch um den dritten. Obwohl im Moment echt viele abnippeln. Nurse to the ward, please. 3 Sterne. Wir haben große Heizkörper. Freigeschaltet. Krankenhauswert von 2 Millionen. 80% und 200 Patienten ein. Eine Sache, das ist nur eine Frage der Zeit. Ja, hier kriegen wir. Heizkörper. Wir brauchen noch einen Platz. Hey, ihr seid mal kurz rausgetitscht. Oh, Moment. Maintenance Announcement. Toilets need routine servicing. Nee, da ist eine Klappe. Kurz auf Bearbeiten, machen wir mal eine zweite rein. Das nicht. Da ist einer. Ich könnte jetzt hier noch einen Platz machen, aber das ist ja. Und höchstens dann mal. Oder was? Hab's gesehen.